Beginn des Herbstes, Ende September, Anfang Oktober, zog es uns an drei verschiedenen Tagen ins Weißeritztal mit seiner 750 mm Schmalspurbahn. Gerade sahen wir die Ausfahrt von 99-1741 in Seifersdorf. Und hier erreicht sie mit ihrem Zug den Bahnhof Dippoldiswalde. Etwa auf Hälfte der Strecke gelegen, nehmen die Loks hier Wasser, bevor die Fahrt fortgesetzt wird. Nach Durchquerung der Orte Ulberndorf, Oberkarsdorf und Schmiedeberg mit dem 191 Meter langen Viadukt erreicht der Zug nach 26 Kilometern und rund 350 Höhenmetern die Endstation Kurort Kipsdorf. Hier wird die Lok von ihrem Zug getrennt und an den Wasserkran rangiert. Im Zuge des 2017 fertiggestellten Wiederaufbaus des oberen Abschnitts wurde die Gleislage in dem direkt an der Bundesstraße 170 gelegenen Bahnhof leicht verändert. Nachdem die 5,8 Kubikmeter fassenden Wasserkästen gefüllt sind, wird die Lok für die Rückfahrt an das andere Zugende umgesetzt. Ein paar Tage später am Haltepunkt Spechtritz. Wir hören, wie sich ein Zug nähert. In der ersten Herbstferienwoche wurde der Verkehr mit dem Altbauwagenzug verstärkt.
Weitere zwei Tage später war 99-17-41 mit dem Altbauwagen unterwegs, hier bei der Einfahrt in Dippoldiswalde. Während sie mit frischem Nass versorgt wird, fährt 99-17-34 mit dem Planzug aus Kipsdorf kommend in den Bahnhof ein. Im Hintergrund setzt 99-17-34 ihre Fahrt fort und wird in ca. 45 Minuten Freital-Heinsberg erreichen. Auch 99-17-41 wird gleich den Abfahrtsbefehl erhalten und sich wieder in Bewegung setzen. Zum Ende unseres Filmes lassen wir den Zug aus dem Haltepunkt Buschmühle abfahren.